Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und für das globale und japanische DokuML gab es heute einen Data-Download. Dementsprechend werden wir uns alles neu ansehen, was hinzukam. Unter anderem gab es einen neuen Free-to-Play, LA Great Cyberman, ein Extreme Battle World Tournament und vieles mehr. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und schauen uns alle Informationen und Details dazu an. Wir fangen mit der globalen Version an, beziehungsweise um es besser zu sagen, unserem Boy Free-to-Play LA Great Cyberman 1 und 2. Kommt für das globale und japanische DokuML am 21. August um 7 Uhr morgens. Bereits die Pässe von ihm und Leader Skill etc. Die ganzen Details wurden ja von ihm bereits geleakt. Jetzt haben wir das Artwork von Great Cyberman 1 und 2. Finde ich cool, so Blockbuster-like, um ehrlich zu sein. Gefällt mir. Ansonsten haben wir quasi die Details und die Details sind genauso wie es aus den Leaks war. Und das waren die Leaks aus dem Stream. Shoutout an iSeries und Kowai, die da mitgemacht haben oder in den Stream das Ganze geleakt haben. Dort haben sie auch quasi die Pads und Leader Skills zu dem kommenden Duo Dokkan Fest AGL, Super Saiyan Goku und Tech Freezer gelegt. Und da das mit dem Great Cyberman stimmt und auch von den Great Apes, wenn wir uns nachher ansehen, stehen die Chancen gut, dass es auch ganz so quasi sein wird für die Boys Super Saiyan Goku und Tech Freezer. Könnten sich vielleicht was ändern, aber es sieht auf jeden Fall schon gut aus. Und für die haben wir noch keine Informationen, um es vorab zu sagen, müssen uns die Tage gedulden, aber sollten auf jeden Fall die Tage noch was kommen. Nun gut, Great Cyberman könnt ihr euch quasi ansehen. Zum den Great Cyberman, zu dem Free-to-Play Great Cyberman, man bekommt den aus dem Free-to-Play Friend Summon. Ähnlich, er ist wirklich ähnlich wie die LA Androids, was sein Awakening angeht. Wir werden uns das gleiche ansehen, aber ich werde auch morgen ein Free-to-Play-Guide zu Free-to-Play LA Great Cyberman 1 und 2 releasen. Das könnt ihr euch dann morgen in aller Ruhe ansehen. Hier schon mal ausfolgt die ersten Informationen dazu. Wirklich ähnlich wie LA Androids. Droppt als SR aus dem Friend Summon. Ihr könnt sie awaken zum SSR, dann sie awaken zum UR, vom UR zum TUR und vom TUR dann zum LR. Folgende Medaillen braucht ihr. Diese Medaillen sind alle aus dem Hero Extermination Plan Event. Die beiden Stages sollten dann auch morgen online kommen mit eine neuen Stage bzw. neue Medaillen, denn ihr seht es, um es so oft den LR-Status zu erwecken, gibt es neue Great Cyberman 1 und 2 Medaillen. Ansonsten habt ihr schon mal vorab alle Informationen dazu, morgen kommt ein Guide dazu, in aller Ruhe könnt ihr euch das dann ansehen. Gut, dann startet für das globale Dokkan Battle noch ein World Tournament, nämlich das World Tournament Nummer 22. Dieses wird ab dem 24. August um 8.30 Uhr online gehen und bis zum 27. August 7.59 Uhr online sein. Gott sei Dank nur noch 3 Tage, sie haben das World Tournament verkürzt auch in Global, Gott sei Dank, schlussendlich. Zudem wird es eine neue Karte geben, einen neuen World Tournament Preis, nämlich ein Extreme Agility Hit, den schauen wir uns nachher noch detailreicher an, das wird die Preiskarte sein von dem World Tournament und man bekommt ihn schon, wenn man unter 20.000 ist, also deutlich besser als sonst, normalerweise immer für die Preiskarten 10.000 und runter, diesmal für ihn, für Hit wird es sein 20.000 und runter. Außerdem wird noch das Local Preis geändert, der lokale Preis im World Tournament war ja bis jetzt LR Piccolo, LR Tien und Chaozu wird ihn ablösen, keine Sorgen aber, die LR Piccolo noch wollten haben, LR Piccolo rutscht in das World Tournament Banner rein, gucken wir uns aber alles gleich detailreicher an. Dann startet morgen auch noch, ihr seht schon, ja, das 250 Minuten Celebration hat nicht mal angefangen, die Feier, aber sie machen uns schon mal heiß, denn morgen startet bereits ein Extreme Z-Battle, nämlich das Extreme Z-Battle zu dem Trio der Familienkammer, ja, zum Strength Goku, Super Saiyan Goku, Strength Super Saiyan Goten und Agility Super Saiyan Gohan, geht ab morgen auch online, 21.08, 7 Uhr morgens. Und auch das Story-Event zum Extreme Z Awaken Gohan, also Gohan Namek-Kit, das neulich online war, kommt wieder online. Zudem auch das Tarpin-Event. Und ansonsten bin ich darauf echt gespannt. Das Extreme Z Battle werden wir auch streamen morgen. Auf dem Streamplan steht für heute noch spontan dran. Morgen, wenn ihr in dem Morgen-Video reinschaut, im Streamplan wird auf jeden Fall eine Uhrzeit drin sein. Ich muss noch gucken, wie ich das Ganze oder wann ich da online gehen kann. Für euch aber so Mittagszeit rum werden wir das Extreme Z Battle dann vom Familienkammer-Trio auf jeden Fall streamen. Ich freue mich auf euch. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Tickets. GG! Das 250 Millionen Ticket sieht folgendermaßen aus, ist auf Französisch, ja, easy. Aber wir haben nicht nur die 250 Millionen Tickets für Global, sondern auch die 7 SR-Tickets und das eine SSR-Ticket. Ja, diese Tickets kamen auf JP zum Release der neuen Summon-Animation. Heißt, die Summon-Animation sollten demnächst auch kommen. Ein genaues Datum haben wir dazu aber nicht. Was wir haben ist, dass die 250 Millionen Tickets, die wir bekommen werden, werden wir ganz klar wissen, ein Ticket entspricht einem Single-Sum oder ein Ticket entspricht einem Charakter. Diese werden einlösbar sein bis zum 4. Oktober 9.59 Uhr unserer Zeit. Okay, okay, jetzt hat man sich, okay, bis dahin werden sie einlösbar sein, aber wann, Ozeru, wann bekommen wir die Tickets? Wir wissen ja, der Zeitraum der Berechnung geht noch bis zum 21. August, also auch bis morgen. Danach wird das Ganze berechnet und ich habe euch letzten Tagen gesagt, dann gehe ich davon aus, dass es ungefähr so am 28. Release werden sollte. Wir haben noch ein paar mehr Informationen, nämlich The Return of, was sind die Porunga-Missionen? Es wird wieder Porunga-Missionen geben über 3 Wochen. Heißt, wir können uns 9 Wünsche erfüllen lassen. Den Start machen die 250 Millionen Porunga-Missionen ab dem 22. August um 8.30 Uhr. Wie gesagt,
Ab dem 20. August fängt das an. Jeden Tag können wir uns einen Dragon Ball einsammeln. Dazu wird auch ein Video kommen. Und daily werde ich euch wie beim 3-jährigen Jubiläum natürlich immer sagen, was ihr machen müsst. Aber quasi, das wird an 3 Wochen die Pokémon-Mission gehen. 9 Wünsche können wir uns im Endeffekt holen. 21 Dragon Balls sammeln. Und eventuell sollte dann die Celebration, die Feier selbst, am 28. August um 7 Uhr morgens losgehen. Das nimmt man quasi eh an, weil da die Celebrations, die momentanen Celebrations enden mit dem Dragon Ball Super Broly Talis etc. Und dann sollte das Ganze um den Dreh herum losgehen. Ich glaube aber nicht, also das Ticket Banner sollte dann auch zu der Zeit online kommen, aber die Tickets selbst sollten nacheinander verteilt werden. Heißt, man bekommt nicht alle auf einen Schlag, alle Spiele bekommen nicht alle auf einen Schlag, sondern für jeden selbst wird das zu einer anderen Zeit verteilt. Das war in den letzten Jahren genauso. Aber was ich dann schätze ist, das Dudoran-Fest wird nicht an dem Tag kommen. Ich denke ein paar Tage später drauf, nämlich schätze ich mal ein, am Freitag, am folgenden Freitag, in dem das Release wurde, das sollte der 31. August sein, wie gesagt. Die genauen Daten zu dem Ganzen, wann das genau online kommen sollte, werden wir die Tage bekommen. Dann spätestens, wie gesagt, am 28. August werden wir wissen, was zur Celebration abgehen wird. Und dann bekommen wir die genauen Release-Zeiten. Und dann, wenn das Ganze online ist, werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Genau, ansonsten wäre das eigentlich zu der globalen Seite. Und ja, die Karten sind hier, wie gesagt, drinnen. Hit haben wir uns noch nicht angeschaut. Hit können wir uns anschauen. Ist eine Preiskarte. Ja, Elite-Type, Keep plus 2 HP 50%, macht Supreme Damage mit einer Medium-Chance, den Gegner zu stunnen. Passive ist Attack und F 60%, wenn ein Ulti startet und hat eine Medium-Chance, den Gegner zu stunnen, wenn er der Erste in der Runde ist. Ja, es geht. Hits, es gibt nur noch keine geile Hit-Karte und der löst sie nicht ab. Das ist unser LRTN und Chaozu, wie gesagt, wird auch kommen, könnt euch gerne angucken. Die Passive ist im Endeffekt gar nicht mal so schlecht. Man kommt dann quasi, wenn alles zutrifft, auf 20.000 Attack und Angriff. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, so ist nicht für ein Free-to-Play-LR an der Stelle. Aber wenn das Ganze online kommt, gucken wir uns genauer an. Es wird noch ein neues SS-RTN kommen und ein SS-Chaozu zum World Tournament Banner. Das wird quasi am 24. dann online kommen. Wenn das online kommt, gucken wir uns genauer an. Und dann switchen wir rüber zu JP. Zu JP werden die Great Apes Awakenings erscheinen, nämlich auch ab morgen 7 Uhr zusammen mit Free-to-Play LA Great Simon auf beiden Versionen. Die Free-to-Play LA Great Simon, die Great Apes dann natürlich nur auf JP. Die haben uns detailreich eigentlich schon angesehen. Was es hier noch zu sagen gibt, ist, dieser Bardock hier ist der R-Bardock aus dem Story-Event. Wir machen das am besten mal so hier. Den R-Bardock, wie gesagt, jeweils mit einem Medaillen kann man zum SR-Bardock, das ist jetzt neu, was hinzukommt, awaken. Und diesen SR-Bardock dann kann man dann zum Great Ape-Bardock awaken, wenn man quasi dann 3 von den ganzen Medaillen holt. Also im Endeffekt bekommt Bardock, dieser Bardock, dieser Free-to-Play-Bardock 2 Awakenings. Was hat aber dann drauf? Gucken wir uns natürlich hier mal genau an der Stelle. Dankeschön. Und zwar JP Data Download. Es kam noch ein bisschen mehr hinzu, nämlich JP gab es ja ein App-Update. Da wurden quasi ein bisschen an der Usability in-game etwas geändert. Gucken wir uns gleich genau an, was es aber jetzt zu sagen gibt. Auf jeden Fall, jeder Spieler hat 180 Charakterbox, also Boxspace hinzubekommen. GG. 180 Charakterbox, also Plätze einfach hinzubekommen. Sehr cool. Wenn ihr zum Beispiel 20 Charaktere in eure Liste haben könnt, in eure Box, jetzt könnt ihr dann quasi 200 aufnehmen. Gab es free dazu, 180 Boxspaces. Und genau, das Ganze gucken wir uns dann gleich genauer an, wie das Ganze noch aussieht, was noch hinzukam. Und die neuen Karten, wie gesagt, haben wir uns angesehen. Das Ticket wurde auch ebenso hinzugefügt. Tapions Event und Gohan Events kommt morgen auch auf JP Online. Neue Mission für das neue Bardock Event wird es auch geben. Ja, und Izee von dem Kid Gohan Izee kommt quasi auch online. Alles morgen, wie gesagt, Returning Events könnt ihr euch gerne ansehen. Der Link ist in der Beschreibung. Aber zu den Great Apes haben wir uns eigentlich angesehen aus den Leaks. Ich lasse es hier nochmal kurz durchfließen. Ist gleich geblieben, die Passive. Heißt, deswegen stehen die Chancen echt gut. Also Dodokan fest, die Charaktere, die Passives auch ähnlich sein werden. Müssen uns aber noch zwecks Goku und Freezer auf jeden Fall die Tage gedulden. Was dann neu hinzukam quasi von der Passive her, ist natürlich das von einem neuen Bardock. Wenn man ihn von uns erweckt, Bardock Giant Ape, gibt in den Giant Transformation Charakteren oder AGL-Charakter in Keep plus 3 HP 50%, macht Supreme Damage, erhöht seinen Angriff für eine Runde. Passive ist sein eigener Angriff, Attack und Death. Attack und Death bekommt er 50% und wenn er 2 oder mehr Gegner sind, bekommt er zusätzlich Attack 50% und kann sich eventuell in einen Giant Aim transformieren. Genau. Dann schauen wir noch mal ganz kurz ins japanische Looker Battle rein. Wie gesagt, da gab es ein App-Update. Dazu wurden einige Änderungen gemacht an der User Interface Design. Wie gesagt, das mit den 108 Charakterplätzen. Und zwar 3.14, was kam denn rein? Ein paar gewisse Sachen. Wir können jetzt quasi, wird uns angezeigt, unser letztes Deck, was wir benutzt haben, letztes Team, was wir benutzt haben, wird uns direkt angezeigt. Heißt, man hat eigentlich einen extra Team-Slot, Team-Deck-Slot bekommen, aber diese wird immer nur angezeigt, was du als letztes benutzt hast. Das finde ich nicht schlecht, ja. Klickst du drauf, gehst du rein, fertig. Hast quasi einen extra Slot, aber da wird dein letzter Deck angezeigt. Dann haben wir hier noch, könnt ihr die Bestzeiten eurer Friends ansehen oder die Decks, die ihr benutzt habt in jeweiligen Events. Ist auch nett. Was aber wirklich geil ist,
Dupes werden angezeigt. Im Friend-System werden bereits Dupes angezeigt. Wenn euer Gegner Dupes hat, Gegner sage ich, euer Friend Dupes hat, dann wird das direkt angezeigt. Halleluja, kam sowas mal rein. Gucken wir uns gleich an. Dann wird auch angezeigt eure Charakterliste, ob eure Charaktere Dupes haben. Die, wenn ihr Dupes habt, wenn diese Charaktere Dupes haben, leuchten sie blau auf. Und dann kamen noch ein, zwei gewisse sneaky andere Sachen hinzu. Unter anderem bisschen ja an den Tabs bisschen herumgespielt. Hab mich da auch nicht ganz schlau gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe nur das ganz kurz aufgenommen, was ich so gesehen habe. Was ich aber noch weiß, und zwar wird jetzt bei den Beschreibungen der Dokken-Events angezeigt, welche Link-Skills, also nicht nur angezeigt, sondern man kann auch drauf klicken und dann wird direkt angezeigt, welche Charaktere diesen Link-Skill haben, der quasi effektiv gegen das Dokken-Event ist. Finde ich cool, aber wenn wir uns mal ganz kurz die Friendlist anschauen, wenn wir hier reingehen, ja, bei Thales GG. Thales immer nicht gezogen, legit. Aber hier, das meinte ich, wenn ihr mal das Switch, ich hatte es eigentlich immer so, mir wurde immer die Esse angezeigt, ich habe das immer gewollt, dass mir die Esse angezeigt wird. Nun wird aber auch gezeigt, wie viel Dupes der Charakter hat, beziehungsweise wie viel Dupes geöffnet sind. Hier dieser Elevation hat zum Beispiel ein Dupe, der keine ein Dupe geöffnet und so weiter und so fort. Finde ich sehr cool, Leute. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und wie gesagt, dann wird eigentlich noch angezeigt, unser letztes Deck, was wir benutzt haben. Bei mir, ja, okay, ich habe noch keins, oder? Ja, nee, ich habe noch keins benutzt, deswegen wird das nicht angezeigt. Wenn ich jetzt quasi zum Beispiel dieses Team hier benutze, dann kommt ein extra Platz und da wird mir angezeigt, okay, das war mein letztes Deck. Und man kann quasi jetzt die Rekordzeiten ansehen, die eigenen und der Friends hier, Top 10. Und genau, das waren quasi mehr oder weniger die Features, die reinkamen, Freunde, zum globalen und japanischen Download. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.